Das können wir ja wegdrücken, wie gesagt, das macht ja nichts. Bla bla bla, Macaroni, la la la. So. Let's go. Das ist irgendwie ein befriedigendes Geräusch, dieses Taler einsammeln. Kann man die smacken? Nee. Okay, hier haben wir wieder Strom auf den Bahnschienen. Auf unserer Schiene kommt aber nichts, oder? Oh boy! Da habe ich schon wieder meine Taler flitzen. Die Bananen sehen lustig aus. Schade, dass es keine Kamera gibt, die man drehen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Pizza Riva. Weil solche Sachen sind dann ja schon wieder irgendwie liebevoll gestaltet. Man hat bloß nicht viel von, weil man das nicht wirklich sehen kann. So, mein geliebter Hammer. Ich würde gerne den Cheese essen. Aber da spricht, glaube ich, gerade der Hunger aus mir. Nach der Aufnahme wird auch direkt natürlich das Abendessen genossen. Den Schirm will ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn es nicht sein muss. Oh boy. Oh, hat gereicht. Vielleicht ist der aber auch notwendig. Was ist das? Okay. Buttons. Using a controller, B to press the button or using keyboard, bla bla bla. Wir haben den Controller, oder ich in dem Fall. Ah ja. Okay. Zack. Erstmal darüber. Schade. Ich habe gedacht, das genügt. Tut's auch. Wenn man im richtigen Augenblick trifft, auf jeden Fall. Warte. Gut, dass wir diesen Sprungschatten haben. Ja, aber der Sprung reicht auch. Jetzt nicht übermütig werden, aber... So, das ist der Weg, den wir sowieso gehen sollen. Offensichtlich. Dafür brauchen wir den Regenschirm. Den Sprung schaffe ich so nicht. Shit. Dann würde ich mir den doch mal holen. Ich liebe dich, Hammer. Ich hoffe, wir kriegen 9. So. Hui. Siehst du, Customization-Gegenstand. Dafür hat es sich gelohnt. Okay, den Sprung hätte man auch so geschafft. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich gebe es doch zu. Ist ja auch nicht so wild. Ich hoffe, wir kriegen einfach einen Hammer wieder. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir den ja gleich. Das ist auch einfach nur, um die zu drehen. Alles klar. Warum auch immer man den von hier nochmal drehen sollte. Wenn das Spiel... Oh, fuck. Multiplayer hätte oder so, würde ich es verstehen. Aber so... Jetzt speziell nicht. Wie schnell man Lebensenergie wieder kriegt. Ist aber auch ganz angenehm, wenn ich halt wirklich den Fakt bedenke, dass das Spiel halt auch für kleine Kinder ist, ne? Dann ist das wenigstens nicht ganz so frustrierend für die. So. Okay, da können wir nichts zerstören. Hier können wir hier hin. Hier gibt es aber auch nichts Weltbewegendes. Sieht voll lustig aus, wenn man die umnockt. Da haben wir wieder einen Schalter. Ich würde mich aber trotzdem auch hier gerne nochmal umgucken kurz. Okay, wir können da lang oder oben lang. Warte mal. Nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit hin und her springen müssen. Wegen dem Schalter meine ich jetzt speziell. Okay, warte mal. Hier war auch eine Brücke, die sich dreht. Gehen wir erstmal hier drauf. So. Ich habe echt gedacht, ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich habe ihn Gott sei Dank getroffen. So, dann drehe ich mal wieder radikal hier lang. Ich weiß, wir können da unten noch lang.
Ich habe auch ein bisschen Schiss, was... Hä? Zu verpassen. Aus irgendeinem Grund wollte der gerade nicht drauf. Ich glaube, hier geht es schon zum richtigen Weg. Kann das? Da will ich ja eigentlich noch gar nicht hin. Und wozu ist der Knopf? Auch nur wieder, um den zu drehen. Die Frage war dementsprechend recht dumm. Warte mal. Ah, guck mal. Wo führst du uns denn jetzt hin? Okay, hat sich schon mal insofern gelohnt, dass wir das Ding kriegen. Ansonsten hätte man sich hier halt auch rüber gekämpft, denke ich. Oder auch nicht. Da unten ist noch eine Kiste mit einem Taler. Wollen wir die haben oder wollen wir die nicht haben? Warte, ich will einen guten Zeitpunkt abpassen. So. Macht nichts, haben wir das jetzt halt auch mal gemacht. So. War jetzt nichts Lebenswichtiges. Rauf da, warum willst du denn da nicht rauf, Minion? Jetzt schon der beste Looney Tune in meinem Herzen, Esro. So, der dreht ja nur das. Genau. Das ist der klassische Weg, den wir gehen. Käsemin. Wenn es sowas im Real Life geben würde. In der Welt von Toriko gibt es sowas. Und darum ist Toriko der beste Fighting Shonen ever. Tatsächlich mein Lieblings-Fighting-Shonen. Seitdem ich ihn angefangen habe zu lesen und zu lieben. Ja. Ja gut, die Bilder wiederholen sich, aber es ist trotzdem grundsätzlich cool, dass die hier drin sind. Wie gesagt, schade, dass es dann so gesehen keine richtige Kamera gibt. Oh, 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 oh. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so wild, wenn die einen treffen, aber wollte trotzdem nicht getroffen werden. Franke, no hit, run, run. Gar nicht. Ihr habt doch gemerkt. Große Klappe, nichts dahinter. Bestes Beispiel Endboss auch. Vor allem Endboss, Boss. Also nicht Endboss, aber Boss. Der Endboss war es ja noch lange nicht. Und wie gesagt, ich muss gestehen, es macht super viel Spaß. Tatsächlich. Warte mal. Was ist hier noch? Da unten liegt ein Dino-Knochen. Oh, hier kannst du auch irgendwie lustig die Brücke drehen. Also auch wieder mehrere Wege. Warte mal. Wenn man hier drüber springt, ist hier noch was versteckt? Nein. Ja, jetzt ist die Frage, wo gehe ich als erstes lang? Ich würde sagen, erstmal hier. So. Wobei das letztendlich wahrscheinlich Gopsy gesprungen ist. So, ich kann jetzt hier rüber. Die fallen runter. Doch nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Für so ein paar Taler. Ja, und dann wären wir jetzt hier direkt drüben. Komme ich da überhaupt wieder zurück? Ich will es irgendwie ehrlich gesagt gar nicht mal riskieren. Den Regenschirm will ich jetzt ausnahmsweise tatsächlich gerade behalten. Da drüben ist noch ein Customization-Gegenstand. Für mich auf jeden Fall Grund genug, hier nochmal rüber zu gehen. So. Und eventuell auch nochmal hier rüber zu jumpen. Okay, bringt mir nur nichts, weil... Da ist die Brücke nicht. Okay. Das war ja die Brücke, die hatten wir uns so schon selber gedreht, richtig? Ups. Viele Wege führen nach drüben. Wie man gerade sieht. So.
Okidoki. Schönes Bild von Lola auch. Aber wie gesagt, die aus Space Jam 1 unerreicht. Natürlich war die grundlos sexualisiert, natürlich, aber hey, es waren die 90er. Und ich und viele andere fanden das sehr okay. Und ich glaube tatsächlich, aber auch dadurch wurden diverse Furries geboren. Aber nicht nur dadurch. Man muss fair sein, auch durch Disney. Zum Beispiel die Fuchsprinzessin aus Robin Hood, also aus Disneys Robin Hood. Nala aus König der Löwen, etc. Also, gerade wenn Kinder sowas im heranwachsenden Alter sehen, wenn sich die Sexualität entwickelt, ist es kein Wunder, dass es Furries gibt. Ich finde es auch nicht verwerflich, solange die dabei keinen wehtun. Und das tun sie ja in der Regel nicht. Falls ihr Furry seid, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Darf ich da rein? Oh, Tatsache. Ich darf schön auf der Käsefläche rumlatschen. Schöner, flüssiger, geiler Käse. So, bam. Schöner Level. Und der würde eh wieder unendlich lange tanzen. Das finde ich aber irgendwie komisch, dass man in jedem Level quasi von vorne anfängt, was Waffen angeht. Ich meine, warum? Warum nicht einfach den Hammer mitnehmen ins nächste Level? Oder den Regenschirm, oder. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber... Ich meine, wieso nicht mit rübernehmen? Oh, warte mal. Sind zwar in Anführungsstrichen nur Münzen, aber ne? Geld. Da kommen Fahrzeuge. Ja. Ich laufe dem Fahrzeug mal hinterher. Anscheinend ist es auch die richtige Richtung. Da haben wir meinen geliebten Hammer. Geht's hier auch noch lang? Warte, kann man die eigentlich auch... Ne, anscheinend nicht. Oh, oh. Ich will halt gucken, ob ich da hinten was verpasst habe. Kann ich da einfach so dran vorbeilaufen? Ne. Nein, ich will den Hammer nicht verlieren. Nein! Die Münzen sind mir scheißegal, aber der Hammer. Wegen meiner blöden Neugier. Nein, da hätte es nichts gegeben. Hätte ich von Anfang an mal die Klüsen aufgemacht. Hab ich aber nicht. Verdammt. Naja, schlagen wir uns halt so weiter durch. Wird auch schon klappen. Irgendwie. Und wenn wir irgendwie eine Waffe für irgendwas brauchen... Hat uns das Spiel bis dato ja auch immer eine gegeben. So wie jetzt diese grauenhafte Waffe, die ich freiwillig gerne liegen lasse. Weil die wirklich scheiße ist. Ich mag den Amboss nicht. Da ist mein geliebter Hammer, so soll's sein. So, da sollen wir anscheinend nicht rüber, weil der Pfeil zeigt nach da. Aber der Pfeil ist manchmal, glaube ich, auch irreführend. Oder ist hier doch der reguläre Weg? Doch, okay, ist er. Dann gehe ich natürlich doch erstmal hier lang. Eine Wand, die wir kaputt machen können. Hier ist nichts versteckt, leider. Na, guck mal. Customization und Münzen. So lobe ich mir das. Hui! Hui! Nein, jetzt habe ich fast diese Schundwaffe eingesammelt. Keiner will die haben. Ihr könnt mir auch nicht erzählen, dass ihr die mögt. Was solltet ihr aus irgendeinem Grund das Spiel gespielt haben und sucht jetzt nach diesem Let's Play aus Nostalgiegründen oder so, dann, lasst es mich wissen, ob ihr diese Waffe mochtet. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich eine Top-Liste machen müsste mit den schäbigsten Waffen, wäre die bisher, glaube ich, wirklich auf Platz 1, weil mir wirklich keine Waffe aus keinem Spiel einfällt, die schäbiger ist. So. Nein, den Hammer hätte ich vielleicht nochmal liegen lassen sollen. Falls ich jetzt irgendwo jetzt hier mein Verderben renne.
Okay. Ich glaube, als Kind hätte mir das Spiel super, 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 super gut gefallen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch meinen Spaß. Trotz der Meckerei am Anfang. War halt ein Reinkommer ins Spiel. Akzeptiere ich. Und entschuldige mich bei den Entwicklern. Für mein persönliches Fehlverhalten. Nein, da fällt er einfach runter. Der alte Plattformer König Pranke. So. Hop und hop und hop und hop. Da geht's weiter, da leider nicht. Kann man wirklich nicht zerbrechen? Nee. Da sollen wir zwar hin. Vielleicht kann man die wirklich zerbrechen mit den Amboss? Fragezeichen. Ich glaube aber nicht. Wäre komisch. Da ist das Scheißding, wenn man schon davon redet. Warte mal. Ja, der kommt ja auch wohl wieder runter. Ich dachte mir, vielleicht ist da drunter noch irgendwas versteckt. Kann man hier noch irgendwie rüber? Nee, ich glaube, das soll ich lassen. Der Sprung wäre dumm. Einfach nur dumm. Komplett dumm. Gott, hier gibt's auch nichts. Die haben die nur so als Element reingebastelt. Hab ich mich erschrocken. Ich dachte, der trifft mich. Deshalb kam direkt die Faust des Erschreckens raus. Boing. Boing. Ich liebe das. Diese dumme Cartoon-Faust. Ich mochte es auch bei Yu-Gi-Oh! Immer mit Toon-Monstern zu spielen, dank Maximilian Pegasus. War auch so ein bisschen schockverliebt. Mittlerweile soll man damit ja recht gute Decks bauen können, habe ich gehört. Wobei ich bei Yu-Gi-Oh! Auch irgendwie raus bin, also... Ich habe gesammelt bis zu den Pendelbeschwörungen und seitdem bin ich eigentlich raus. Und ja, ich darf auch nicht wieder anfangen, weil dann bin ich wieder infiziert. Das ist... Yu-Gi-Oh! Ist so ein bisschen... Vielleicht ein blöder Vergleich, weil es Leute gibt, die wirklich suchtkrank diesbezüglich sind, aber Yu-Gi-Oh! Ist tatsächlich so ein bisschen mein Heroin. Ich nenne das Kind jetzt beim Namen. Wenn ich wieder anfangen würde, ich wäre direkt wieder angefixt und mein ganzes Geld würde wieder da reinfließen. Alles andere würde dann vernachlässigt werden. Wahrscheinlich sogar das Lebensmittel kaufen. Da würde ich dann wahrscheinlich die billigsten Drecksprodukte kaufen. Ich kann auch so runter. Nein! Ich will meinen Hammer wieder haben. Danke. Ja, da würde ich wahrscheinlich die billigsten Drecksprodukte kaufen, nur um noch mehr Geld in Yu-Gi-Oh! Reinzuballern. Ich weiß nicht, ich mochte das TCG sehr. Und auch den Manga und auch die Anime-Serie. Das war genau meins. Genau da bin ich ein Sucker für. Damit kriegst du mich. Wenn du mir Geld aus der Tasche leiern willst, dann mach es auf diese Art und Weise. So. Zack. Ich muss auch hier nochmal sagen, um es auch wieder gut zu machen, die Meckerei vom Anfang, ich muss sagen, auch schöne gestaltete Welt hier gerade. Schöner Level, gefällt. So. Ich meine, so ein Minenlevel geht immer. Bum, bum. Oh, das war der Level? Der hätte gern noch ein bisschen länger gehen können. Hätte ich jetzt nichts gegen gehabt. Wer bist du denn? Dich kenne ich nicht. Oder ich weiß es zumindest nicht mehr. Natürlich, Speedy Gonzales irgendwas, aber... Not so fast, Juanita. I need to know where you took those photos. The ones of the spaceship. Senor Duck, do not speak of that. Echt mal, Senor Duck. I found out that I sent those photos to Speedy, and that is why he locked me up. No photo. Oh, hi, Sylvester.
Oh, zu früh weggedrückt. Ich mache auch immer. Wenn ich zum Beispiel eine leckere Lasagne habe. Weil ich gerade Lasagne sagte. Jetzt habe ich Bock auf Lasagne. Was Lasagne angeht, bin ich gepolt wie Garfield. Könnte ich, glaube ich, jederzeit essen. Und es ist wirklich schwer, dass ich mich damit überfresse. Where is intruder? No clue, Doc. Sorry. Big white bird, red head, Central Virginia accent. It's Mother Goose, isn't it? Mother Goose. Are you serious? It's Foghorn, Daffy. The intruder is Foghorn. Foghorn. Bugs, Daffy, that you? Wow, what brings you to a place like this? We're here on a very important investigation about an alien conspiracy. Well, that's what he's doing. I'm just visiting Speedy's cousin, Juanita. A pleasure to meet you, Senor Rooster. Name's Leghorn, girl. Foghorn Leghorn. And I ain't no barnyard rooster either. I might say I'm the CEO of the Acme Corporation. Big job, yeah. Lots of responsibilities and such. What is a big jefe like you doing in our little mine? Same as your pal Daffy. I'm investigating. Well, it seems my main competitor, Mock Me, owns this mine, and I'm trying to find out why. Did you say Mock Me? Yeah, and it makes no sense. No sense at all. Cheese Market's dead. Has been for years, that is. I hate to interrupt this meeting of the Junior Sleuthers Club. But we gotta get you out of here, Foghorn. Ich find's wirklich schade, dass die da nicht einfach kleine Cutscenes gemacht haben. Ich meine, es ist vertont, das ist super löblich, aber es ist echt schade. Das ist so verschenktes Potenzial, dass sie sich da nicht die Mühe gemacht haben. Ich meine, die hätten den eigenen Charakter ja nicht mal unbedingt einbauen müssen. Es hätte ja wirklich gereicht, so wie jetzt hier, dass die typischen Looney-Charaktere miteinander irgendwie ja, interagieren. But I gotta finish investigating. Stay for supper. Now, what's the I say? What's the big idea, son? Barging in here like you want to eat me. Why, you can't eat me, cat. I'm twice your size. That's logic, boy. You got a brain in that head of yours, don't you? Or is it full of fur? Eat, rooster. You in some kind of trance, son? Snap out. I say, snap out of it. Suffering succotash. Well, where am I? How did I get here? Wait a minute. I was in your house, and then these men came and grabbed me. Those men wearing black suits? And then there was this bright light in the sky, and it was blinding. You were abducted by the aliens? Yes, that's it. Or I might have been looking up at the sun. I can't remember. Why, you ain't gonna get anything out of him, boy. His mind's like Swiss cheese, full of holes. Sylvester, were there little green men and laser beams? Yes. No. I don't know. I can't remember. You're useless. I liked you better when you were trying to eat cock-a-doodle-doo over there. Ah, you must be the new recruit. Welcome to the 91st area. To the 91st area. Ich mag, wie der spricht. Aha! Und this must be the prisoner I ordered with the online shopping, ja? Okay, aber irgendwie ist das so ein Stück weit Racism. Egal. Ich mag das. Actually, Doc, we're looking for a duck. Goes by the name Daffy. A duck, you say? In this place? But wonderful news! That will fit perfectly with my plan. Yeah, you find that duck, and I will study your movements. You will be like a rat in a maze, yeah? I'm not sure I like the sound of this. Nonsense, you will love it. I will give you access to the whole land. Na dann,